Hallo! Unser Küchenhelfer Jutta ist wieder mal hier. Schon lange her habe ich so ein Kochfilm nicht aufgenommen, aber in letzter Zeit habe ich ein Onigiri-Film in der Vergangenheit auf YouTube geguckt und viele Deutsche haben darauf kommentiert und viele Reaktionen habe ich gekriegt und ich und meine Frau sind da froh. Darum möchte ich jetzt eine neue japanische Menü vorstellen. Das ist eine ganz berühmte und beliebte Eiermenü in Japan und alle Japaner lieben das. Meine deutsche Bekannte oder viele Freunde mögen das sehr und das ist wert zu essen in deinem Leben. Also, los geht's! Das sind die Zutaten. Reis, Milch, Eier, Butter, Salz, Würstchen, Zwiebeln. Die letzte Ketchup. Zuerst Zwiebel schneiden. So diese Zwiebel ganz klein schneiden. Und Würstchen schneiden. Feuerkraft ist zuerst Mitte. Und zuerst Öl. Würstchen braten. Zwiebel rein. Jetzt Reis dazu. Dieser Ketchup wird Reis ganz orange. Wenn die Reis schöne Orange verändert würde, dann kann man schon Feuer stoppen. Ketchup-Reis ist fertig und jetzt Eier machen. Und Butter drauf. Eier reinmachen und mischen. Und Feuer stopfen. Und diese Eier auf der anderen Seite. So. Und jetzt diesem Eier auf diesem Ketchup-Reis drauflegen. Fertig! Fertig! Und jetzt esse ich. Itadakimasu. Das sieht so schöne Form, also ich möchte das nicht kaputt machen, aber da kann man nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich diesen Geschmack für euch erklären kann, aber Ketchup und Reis und Eier, das ist eine sehr gute Kombination. Bitte probieren mal das zu deiner Haube. Alle Zutaten kannst du einfach in Rewe kaufen. Auf Wiedersehen.